Herzlich willkommen zum Vortragsblock Nummer 3 hier auf der Bühne Nummer 1. Wir haben insgesamt 3 Vorträge. Ein Vortrag wird live sein, der erste, und die anschließenden beiden Vorträge, die sind im Vorfeld als Video eingereicht worden. Beginnen wird Manuel mit einem Vortrag über das geoportal.de 2.0. Danach werden Hümi und Marco etwas über die Realisierung von konfigurierbaren WebGIS-Layern berichten. Und abgeschlossen wird hier der Blog von einem Vortrag von Dr. René Löhrer über das Serviceportal der Stadt Bielefeld. Ganz wichtig, wie ihr es vielleicht in den anderen Sessions auch schon gesehen habt, in Venueless habt ihr auf der rechten Seite einen Fragen-Tab. Wir würden euch bitten, während des Vortrages gerne dort schon Fragen einzuschreiben, beziehungsweise die gerne auch up oder down zu voten, dass wir, wenn wir im Nachgang zu den Vorträgen die Fragen besprechen, dass wir dort darauf zurückgreifen können. Dann viel Spaß und bis später. Manuel, bitte. Ja, danke, Pascal. Und hallo zusammen. Mein Name ist Manuel Fischer. Ich bin Mitarbeiter im BKG, im Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, und freue mich, Ihnen heute das Geoportal 2.0 vorzustellen, beziehungsweise auch die Masterportal-Software. Das ist eine Open-Source-Software, die für die Entwicklung vom Geoportal 2.0 eingesetzt wurde. Später werde ich noch kurz auf eine Implementierungspartnerschaft eingehen. Das ist eine ganz interessante Partnerschaft, die sich rund um die Masterportal-Software gebildet hat. Anfangen möchte ich mit dem geoportal.de und Ihnen kurz vorstellen, was das geoportal.de ist. Viele von Ihnen werden das sicherlich schon kennen und sind an der einen oder anderen Stelle schon drauf gestoßen. Trotzdem will ich die Gelegenheit noch kurz nutzen. Das geoportal.de ist die zentrale Plattform, das zentrale Portal zu Daten, Diensten, Applikationen der GDI.de. Was ist die GDI.de? Das ist die Geodateninfrastruktur Deutschland. Das ist ein Vorhaben von Bund, Ländern, Kommunen, um Geodaten aus dem öffentlichen Bereich, also von öffentlichen Verwaltungen, von Behörden, ebenenübergreifend online zugänglich zu machen. Dazu bedarf es Standards, Empfehlungen, wie das umgesetzt wird, und eben diese Infrastruktur, die dezentralen Zugriff auf die einzelnen Ressourcen ermöglicht. Was kann man mit dem geoportal.de jetzt alles machen? Man kann eine Recherche betreiben über die Geodaten im öffentlichen Sektor in Deutschland, kann schauen, wo gibt es Geodaten zu Bahnstrecken, zu Verkehrswegen und ähnlichen Geschichten. Man kann sich die Geodaten auch darstellen, wenn es dazu Darstellungsdienste gibt. Download von Geoinformationen ist natürlich auch möglich. In dem Geoportal selbst sind eine Vielzahl von Ressourcen enthalten, mittlerweile über 350.000 Quellen aus den verschiedensten Bereichen. Da sind Daten drin zu Wetter und Klima, zu Statistik, Daten vom Rathaus bis hin zur Bundesbehörde sind alle in dem geoportal.de enthalten und viele Daten auch als Open Data verfügbar. Wie funktioniert jetzt die Geodateninfrastruktur bzw. das geoportal.de? Basis dieser ganzen Geschichte, der ganzen Architektur, sind eigentlich Metadaten. Daten, also beschreibende Daten zu Geodiensten, zu Geodatensätze, die vorgehalten werden bei unterschiedlichen Institutionen, bei Ländern, bei Kommunen, die diese Daten über Katalogdienste, das sind dezentrale Katalogdienste, bereitstellen. Diese Katalogdienste geben ihre Daten in regelmäßigen Abschnitten an einen zentralen Katalogdienst, den geodatenkatalog.de. Das ist ein zentraler Katalogdienst für alle Metadaten in Deutschland des öffentlichen Sektors. Und das geoportal.de speist seine Suche dann aus dem Inhalt des geodatenkatalogs.de und ermöglicht dem Nutzer dann eine Interaktion mit Diensten, die in den Metadaten beschrieben sind und dezentral von verschiedenen Datenanbietern bereitgestellt werden. Somit ist diese Geodateninfrastruktur mit dem Portal durchgängig über mehrere Stationen verfügbar. Betreiber dieses Portals ist das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, in dem ich tätig bin. Wir betreiben diese Komponente, auch den Geodatenkatalog, aber auch das geoportal.de im Auftrag der GDI.de, und sind für den Betrieb und Ausbau zuständig.
Jetzt möchte ich Ihnen kurz das Entwicklungsprojekt Geoportal 2.0 vorstellen. Und zwar hat sich die GDI.de und das BKG letztes Jahr entschlossen, das existierende Geoportal weiter auszubauen. In einem gemeinsamen Projekt und Ziele dieses Projekts waren, den Zugang zum Portal zu verbessern, sodass nicht nur Fachexperten Zugang zu dem Portal erhalten, sondern auch Laien, dass die Daten dort einfacher zugänglich sind. Hierfür wurde ein Redaktionsteam gegründet, welches besonders relevante Daten, besonders wichtige Daten, besonders politisch-gesellschaftlich relevante Daten aus dem Pool der Daten der GDI.de herausgefischt hat, ausgewählt hat und redaktionell aufbereitet hat, in einem Redaktionsbereich dargestellt hat, sodass man auf überregionale Daten einfach zugreifen kann. Zudem wurde die Suche noch verbessert, der Funktionsumfang und noch weitere Entwicklungen vorgenommen. Die Entwicklungen wurden im BKG in einem kleinen Entwicklerteam, drei Entwickler waren dort zuständig, wurde die Softwareentwicklung durchgeführt und als Basis wurde die Masterportal-Software eingesetzt. Projektstart war im April 2020, da haben die Arbeiten zur Entwicklung begonnen und nach einem Jahr Entwicklungszeit konnte im April diesen Jahres die neue Version des Geoportal.de freigeschaltet werden. Die Startoberfläche sehen Sie hier auf der Folie abgebildet. Es ist dann möglich, über einfache vorkonfigurierte Kategorien wie Umwelt und Energie, Raum und Lage, Wirtschaft und Finanzen zu den einzelnen redaktionell aufbereiteten Datensätzen zu stoßen, dort entsprechend zu recherchieren oder auch über den Suchschlitz in der Mitte direkt auf das komplette Angebot der GDI.de zu recherchieren und dort nach interessanten Datensätzen von Bebauungsplänen bis hin zu Wetter- und Klimadaten zu recherchieren. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Neuerungen in dem Portal vorstellen anhand von Folien. Und zwar haben wir probiert, die Navigation, die Seitenstruktur zu vereinfachen, intuitiver zu gestalten. Hierzu haben wir ein seitliches Menü geschaffen, was relativ einfach ein- und auszublenden geht. In dem Menü kann man über verschiedene Themen zu den Daten gelangen, kann schauen, welche Datenanbieter denn Daten zum Portal anbieten, welche Daten das sind, kann die sich natürlich dann auch in der Kartenansicht entsprechend anzeigen lassen, kann Datensätzen zur europäischen Geodateninfrastruktur Inspire suchen, also den deutschen Anteil zu Inspire, kann hier nach recherchieren und Tutorials sind hier ebenfalls noch verfügbar. Zur Kartenansicht. Die Kartenansicht entspricht im Großen und Ganzen eigentlich der Standardansicht der Masterportal-Software. Wer die Masterportal-Software kennt, wird hier Elemente wiedererkennen. Enthält die Standardelemente zur Navigation, Pan, Zoom, Kartenteilen-Funktion, Copyright-Hinweise, einen Layerbaum, um entsprechende Layer zu organisieren und zu verwalten, die in der Karte hinzugeladen werden. Und man hat die Möglichkeit, verschiedene Hintergrundkarten zu verwenden, von topografischen Webkarten, wie hier dargestellt, das ist das Produkt Top Plus vom BKG, bis hin zu Ortofotos für ganz Deutschland oder auch ein Satellitenbildmosaik mit Sender 02-Daten für ganz Europa. Hier sehen Sie eine Übersicht aus dem Redaktionsbereich, wo verschiedene aufbereitete Daten zum Thema Wasser dargestellt werden. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, Sickerwasserrate aus Boden abzurufen oder Daten über die Wassergewinnung in Deutschland anzusehen. Durch Klick auf die Kachel werden dann die Daten natürlich entsprechend in der Kartenansicht dargestellt. Tutorials hatte ich bereits erwähnt. Wir haben auch einige kleine Filmchen aufgenommen, wo Sie Erläuterungen zur Bedienung des Portals finden können, wo Sie kleine Hilfestellungen bekommen, wie das Portal zu bedienen ist. Neben den eben kurz erwähnten Neuerungen kann ich Ihnen noch den Flyer empfehlen, in dem auch alle wesentlichen Werkzeuge des Portals enthalten sind. Das sind im Großen und Ganzen eigentlich Standardwerkzeuge von Webkartenviewern, Navigationswerkzeuge, Werkzeuge zum Kartenvergleich, um zwei Karten oder zwei Geodienste, Darstellungsdienste miteinander direkt vergleichen zu können. Timeslider, um zeitlich variable Daten abfragen zu können, darstellen zu können. Und Hintergrundkarte hatte ich schon erwähnt. Diesen Flyer kann man über
Informationsseite der GDI.de erreichen und dort auch die entsprechenden Funktionen einsehen oder eben direkt in der Bedienung des Portals erkunden. Jetzt möchte ich kurz auf die Masterportal-Software eingehen. Hatte ich vorhin schon erwähnt, dass das eigentlich die technische Grundlage auch ist, auf dieser wir das Geoportal 2.0 und auch das vorherige Geoportal schon entwickelt haben. Die Masterportal-Software ist eine ursprünglich vom LGV Hamburg entwickelte Geoportal-Software, um die sich mittlerweile eigentlich es ist mittlerweile ein Open-Source-Projekt, ein größeres, wo sich viele Personen, Behörden, Institutionen beteiligen und die Software weiterentwickeln. Die Software steht als Open Source zur Verfügung unter der MIT-Lizenz. Und Vorteil dieser Software ist die einfache Konfiguration. Also man kann ohne Programmierkenntnisse sich eigene Portalinstanzen erstellen durch Konfigurationsdateien und kann diese publizieren und kann mit Themen bestücken, mit Daten und so weiter, ohne jetzt wirklich einen Programmier-Background zu haben. Das macht das Portal so attraktiv. Es nutzt OGC-Standards. Das ist ein ganz wichtiges Mittel, dass WMS-Dienste, WFS-Dienste, WMTS und so weiter unterstützt werden. Ganz wichtig auch für eine Geodateninfrastruktur. Das Masterportal selbst verfolgt einen modularen Entwicklungsansatz. Das heißt, man kann sich einfach Module erstellen, ohne zu tief in Code einzugreifen, sondern kann die Software durch Module erweitern. Dort gibt es einen Modulansatz, um das einfach machen zu können. Und auch die Metadaten, die ich vorhin als Basis für eine Geodateninfrastruktur ja schon erwähnt habe, die sehr wichtig sind, sind im Masterportal integriert, so dass das Masterportal auch gut geeignet ist zum Einsatz in Geodateninfrastrukturen. Das Masterportal ist nicht komplett neu entwickelt, sondern nutzt eigentlich schon bewährte vorhandene Webtechnologien. Unter anderem werden hier Open Layers verwendet fürs Webmapping, Vue.js als zentrales JavaScript-Framework für die Webseitenerstellung, Cesium für die 3D-Integration und Bootstrap fürs Responsive Design und noch weitere Bibliotheken. Ein paar sind hier aufgezählt, ist aber nur ein Auszug. Welche Zugänge, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, das Projekt zu erkunden oder auch dort mitzumachen bei dem Open-Source-Projekt? Es gibt eine Landingpage zum Masterportal. Auf dieser Landingpage sind verschiedene Infos zum Projekt insgesamt, zu der Implementierungspartnerschaft, die ich gleich noch vorstellen werde, aber auch Tutorials zum Schnellstart, wie man schnell eine eigene Instanz aufsetzen kann. Vorträge sind dort veröffentlicht. Alles rund um das Projekt kann man dort finden. Zudem gibt es natürlich noch eine Code-Repository, die unter Bitbucket veröffentlicht ist, wo man den aktuellen Entwicklungsstand sehen kann und auch Stable Releases runterladen kann und auch eine umfangreiche Dokumentation mit Code-Konventionen und so weiter. Also wer hier mitmachen möchte und mitcoden möchte, ist natürlich gerne eingeladen, hier in dem Repository entsprechend beizutragen. Zudem gibt es noch ein Trello für die Aufgabenverwaltung, wo man sich über Features und so weiter austauschen kann und was auch jedem frei zur Verfügung steht. Es gibt mittlerweile auch noch weitere Ausprägungen vom Masterportal. Es gibt eine Masterportal-API, eine Programmierschnittstelle, um das Masterportal in Drittanwendungen zu integrieren. Das ist im Prinzip eigentlich nur eine Erweiterung der Open Layers Bibliothek, um das halt auf einfache Art und Weise machen zu können. Beinhaltet im Gegensatz zur eigentlichen Software keine GUI-Elemente, und ist einfach zu verwenden. Zudem gibt es noch eine zweite Ausprägung, das ist die Masterportal Admin. Das ist eine webbasierte Anwendung, um sich selbst diese Konfiguration für Portalinstanzen via grafische Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Hier kann man bestimmen, welche Daten in dem Portal drin sein sollen, welche Werkzeuge genutzt werden sollen, wie das Portal aussehen soll und kann dann daraus ein ZIP-Paket sich erstellen lassen, ein ZIP-Geoportal und kann das auf seinem Webserver veröffentlichen. Diese beiden Anwendungen, Ausprägungen sind beide natürlich auch als Open Source verfügbar und auch beide unter der MIT-Lizenz. Jetzt zur Implementierungspartnerschaft Masterportal.
Die hat sich in 2018 gegründet, haben sich fünf Behörden zusammengetan, die alle das Masterportal genutzt haben, um das Masterportal gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. Das hat sich schnell verteilt, die Masterportal-Software, und auch die Implementierungspartnerschaft hatten großen Anklang gefunden, sodass mittlerweile schon 31 öffentliche Einrichtungen dieser Implementierungspartnerschaft beigetreten sind und sich um die gemeinsame Weiterentwicklung der Masterportal-Software kümmern und schauen, dass Informations- und Austauschplattformen existieren, dass die einzelnen Partner sich über Entwicklungen, über Beauftragungen austauschen können, dass es einen einheitlichen Feature-Katalog gibt, zentralen, wo man sehen kann, welche Features denn umgesetzt sind, welche geplant sind, welcher Partner was vorhat, um dort sich gegenseitig abzustimmen, und die Pflege und Organisation von einem Entwicklernetzwerk. Das ist noch ganz wichtig, dass die Entwickler sich gegenseitig austauschen können, Wissen teilen können und gemeinschaftlich an der Software weiterentwickeln können. Hier unten sind ein paar Partner aufgezählt. Weitere Partner findet man auf der Webseite, auf der Landingpage zum Masterportal. Die Vorteile, die wir in dieser Implementierungspartnerschaft sehen als BKG, wir sind auch Mitglied in dieser Implementierungspartnerschaft, ist einerseits die wechselseitige Unterstützung der Partner. Also man kann Problemstellungen in diese Implementierungspartnerschaft adressieren, bekommt Hilfestellungen. Man hat die Möglichkeit, an individuellen Weiterentwicklungen einzelner Partner von denen zu profitieren. Wenn ein Partner eine interessante Entwicklung anstößt, ist sie nach der Fertigstellung natürlich für alle Partner und für die ganze Open-Source-Community verfügbar. Man hat auch einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Software. Da gibt es verschiedene Gremien, die über die Weiterentwicklung der Software bestimmen und sich da abstimmen. Austausch der Entwickler hatte ich schon genannt. Und es wird vermieden, dass es doppelte Entwicklungen gibt. Also wenn eine Behörde eine Entwicklung plant, eine öffentliche Einrichtung, dann wird das frühzeitig in der Implementierungspartnerschaft bekannt gegeben, sodass andere darauf aufmerksam werden und sich dann vielleicht eine ähnliche Entwicklung auch gerade in der Pipeline hatten und sich dann abstimmen können und vielleicht eine gemeinsame Entwicklung an den Start bringen können. Das gilt natürlich auch für Beauftragungen, Durchführung von Weiterentwicklungen. Hier kann man frühzeitig in Leistungsbeschreibungen Einblick bekommen von anderen Partnern, kann vielleicht seine Anforderungen noch hinzufügen und hat so eine gute Abstimmung insgesamt, was die Fortentwicklung des Projektes angeht. Ein weiterer Punkt, der noch ganz wesentlich ist, es gibt ein zentrales Produktmanagement, welches diese Masterportal-Software vermarktet, aber auch für die Vernetzung innerhalb des Netzwerks sorgt und eigentlich so der Single Point of Contact ist, der schaut, dass das Netzwerk gut funktioniert. Ein ganz wesentlicher Punkt für uns ist auch noch die nachhaltige Produktpflege. Und zwar kümmert sich eine Gruppe, mehrere Personen um die Produktpflege. Zurzeit wird es hauptsächlich noch vom LGV in Hamburg durchgeführt. Es wurde aber auch eine Maintainer Group eingerichtet, die sich auch um die Abnahme von Pull Requests kümmert, die Code Reviews durchführen, Bugfixing und so weiter, um das Produkt nachhaltig zu pflegen und weiterzuentwickeln. Ganz wichtig auch die Entwicklung dieser Implementierungspartnerschaft. Das ist kein geschlossenes System. Nach Fertigstellung werden Entwicklungen natürlich auch frei verfügbar gemacht und stehen auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Das Masterportal ist Open Source Software und kann von jedem angepasst und genutzt werden. Diese Implementierungspartnerschaft ist nur ein Kreis von Behörden, die sich gebildet haben, die alle das Masterportal einsetzen und das entsprechend weiterentwickeln wollen und das auch entsprechend finanzieren. Jetzt zum Resümee, zum Ausblick. Und zwar haben wir festgestellt, dass das Masterportal sehr gut für unsere Entwicklung im Geoportal geeignet war bzw. ist. Wir sehen großes Potenzial auch in der Weiterentwicklung, auch gerade durch die Implementierungspartnerschaft Masterportal. Da haben sich jetzt viele Behörden und öffentliche Einrichtungen gesammelt und sind fleißig am Entwickeln. Da wird viel an Funktionalität entstehen und die Pflege ist auch gewährleistet der Software. Von daher sehen wir da auch für die Zukunft ein großes Potenzial. Wir selber werden am geoportal.de weiterentwickeln. Das Entwicklerteam bleibt bestehen und wird das fortlaufend weiterentwickeln. Funktional
weiterentwickeln, aber auch optimieren, anpassen, Bugfixing, so dass wir fortlaufend eigentlich für dieses veröffentlichen wollen. Und auch dieser redaktionelle Bereich, also mit Bestückung mit interessanten Geodaten, Inhalten, den werden wir weiter fortführen, so dass wir noch weitere Datensätze in der GDI.de, aber auch außerhalb suchen, um die im Portal und in der GDI.de zu integrieren. Jetzt schon auf unserem Zettel stehen Entwicklungen. Das ist einerseits die Entwicklung von Routing-Oberflächen zur Anbindung des Open Route Services. Hier ist zurzeit ein externer Dienstleister beauftragt, Oberflächen zu entwickeln, die dann in die Masterportal-Software integriert werden. Und da ist dann die Anbindung des Open Route Services möglich. Das BKG stellt auch Instanzen des Open Route Services bereit, die wir dann dort integrieren wollen in dem geoportal.de. Die 3D-Ansicht, die ist zurzeit noch im Beta-Status, die wollen wir optimieren. Mehrsprachigkeit ist noch ein Thema vom Portal, das ist zurzeit noch nicht umgesetzt im geoportal.de. Hier wird es noch Arbeiten geben, die auf unserem Zettel sind. Ich könnte noch weitere Entwicklungen aufzählen, ich will es aber eigentlich hierbei erstmal belassen. Noch der Hinweis auf umgesetzte und geplante Funktionen des Masterportals. Die können, wie vorhin schon erwähnt, auf der Landingpage gefunden werden. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch, Sie einzuladen, sich das geoportal.de mal anzuschauen, nach interessanten Datenquellen zu recherchieren und sich bei Fragen und Problemen direkt an uns zu wenden. Das können Sie direkt im Geoportal über die Support-Oberfläche können Sie direkt Fragen an uns richten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unser Portal besuchen. Vielen Dank, Manuel, für deinen Vortrag. Du hast es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen, aber ich würde sagen, in Vendulis sind doch einige Fragen gestellt worden bezüglich deines Vortrags. Und ich versuche jetzt mal so die Fragen mit den meisten Votes zu wiederholen und dann kannst du ja versuchen, kurz darauf einzugehen. Die Frage, die meisten Votes bekommen hat, Masterportal versus Mapbender. Wo liegen die Vorteile des Masterportals? Ja, also für uns jetzt nicht die technischen Vorteile, sondern eher die Vorteile in der Community mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten in dieser Implementierungspartnerschaft und dort sich gemeinsam abzustimmen, um diese Software weiterzuentwickeln. Aus technischer Sicht kann ich jetzt keinen großen Vergleich anstellen. Dazu kenne ich den Mapbender zu wenig. Vielen Dank. Eine andere Frage, die ähnlich viele Votes bekommen hat. Wie groß ist die Herausforderung, mit dem Masterportal so viele verschiedene Portale aktuell zu halten bzw. zu pflegen? Das ist eigentlich gerade ein Vorteil vom Masterportal, dass man einen Core hat, eine Codebasis und kann mehrere Instanzen über Konfigurationsdateien konfigurieren und kann so nur über die Pflege von Konfigurationsdateien mehrere Portalinstanzen betreiben. So hat Hamburg eigentlich auch angefangen. Eine Codebasis, eine JavaScript-Datei, die zur Verfügung gestellt wird und etliche Konfigurationsdateien, die nur angepasst werden müssen. Also der Aufwand ist relativ gering. Andere Frage noch. Lassen sich die Daten auch downloaden bzw. mit Hilfe einer API abfragen? Ja, also die Dienste, die den Download unterstützen, also über WFS oder Atomfeed Download-Dienste anbieten, sind im Geoportal auch downloadbar. Dort hat man die Möglichkeit, über eine Benutzeroberfläche Feature-Types auszusuchen und Daten herunterzuladen. Ist natürlich immer abhängig von den Diensten und den Datenbereitstellern, welche Funktionalität dort mitgegeben wird. Aber prinzipiell möglich, ja. Letzte Frage aus dem Chat noch. Wer liefert die Daten? Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Kommunen? Genau, die du aufgezählt hast. Also sind Bundeseinrichtungen, dann verschiedene Ämter auf Landesebene, Kommunen, Rathäuser, aber auch teilweise wissenschaftliche Einrichtungen, die auch Daten in die GDI.de einbringen. Helmholtz-Gesellschaft ist dort zu nennen, Pangea, das sind wissenschaftliche Einrichtungen,
die auch Daten beisteuern und verfügbar machen in der GDID. Manuel, letzte Frage von mir an dir oder beziehungsweise von den Teilnehmern an dich. Erfolgt die Kategorisierung durch GDI.de oder durch die jeweiligen Datenbereitsteller? Wie wird mit Datensätzen umgegangen, die mehrere Kategorien betreffen, zum Beispiel Landwirtschaft oder Umwelt? Also die Kategorie, die man auf der Startseite gesehen hat, die wird durch unser Redaktionsteam vorgenommen. Unser Redaktionsteam bestückt die einzelnen Kategorien mit Daten. Das ist aber nur ein ausgewählter Satz an Daten. Das sind 200 Datensätze momentan, die redaktionell in diese Kategorien gesteckt wurden. Man kann zusätzlich noch weitere Kategorien in den Metadaten vergeben und über die Gesamtsuche der GDI.de auf diese Themenbereiche zugreifen. Und da ist es dem Datenbereitsteller überlassen, in welche Kategorie er seine Daten schiebt, zu welchem Thema er das zuordnet. Und es kann durchaus sein, dass ein Datensatz doch in zwei unterschiedliche Themen reinpasst. Dort gibt es vordefinierte Themenbereiche von der ISO, wo man seine Daten entsprechend in vorgegebene Bereiche schieben kann und das in den Metadaten entsprechend registrieren kann. Dann, Manuel, nochmal vielen Dank an dich. Wir machen jetzt eine Pause und um 14:30 Uhr geht es weiter. Vielen Dank, bis gleich.